Gut und willkommen zur Pressekonferenz nach dem Spiel der Lilien gegen den FC St. Pauli. Bei mir die beiden Cheftrainer und wir beginnen mit unserem Gästetrainer Fabian Hürzeler. Ja, moin zusammen. Ich glaube, dass wir ein sehr, sehr intensives Fußballspiel gesehen haben. Speziell in der ersten Halbzeit hat Darmstadt uns wirklich sehr, sehr gut gepresst, sehr, sehr hoch gepresst. Da haben wir nicht wirklich spielerische Lösungen gefunden, mussten dann oft den langen Ball spielen, was natürlich nicht in unsere Karten spielt, weil wir jetzt nicht die größten Spieler vorne haben. Und dann war es irgendwann wirklich zähes Spiel, auch von draußen zu beobachten. Ich glaube, dass Darmstadt die aktivere Mannschaft war. Wir haben dann ja eigentlich aus dem Nichts, aus einer Standardsituation, das 1-0 gemacht. Natürlich jetzt das auch für Darmstadt fallen können. Das Tor hat uns natürlich in die Karten gespielt, sodass wir nach der Halbzeit wirklich mit Selbstvertrauen noch rausgekommen sind. Wir haben uns vorgenommen, mutiger Fußball zu spielen, von hinten raus spielerische Lösungen zu finden, wenn möglich flache Lösungen. Und ja, dann hatten wir direkt mit Cello die erste Riesenchance, hatten danach auch wirklich teilweise sehr, sehr gute Angriffe, so wie wir uns das am Anfang schon vorgestellt haben. Machen dann, wie ich finde, in der zweiten Halbzeit auch verdientes 2-0, verteidigen dann sehr, sehr gut weg. Haben natürlich immer wieder Probleme gehabt bei den langen Bällen, die zu verteidigen, waren dann aber sehr entschlossen beim letzten Schritt, beim Reinwerfen in den Schuss, weil ich glaube, dass Darmstadt da immer wieder auch gefährlich in unserem Strafraum war. Und das war einfach sehr, sehr gut gemeinschaftlich verteidigt. Und dann machen wir zum Ende noch das 3-0. Deshalb glaube ich, in der Höhe ist der Sieg deutlich zu hoch. Wir hatten das Momentum in unserer Hand in der ersten Halbzeit. Das gehört auch zu weit dazu, aber in der zweiten Halbzeit war ich wirklich sehr, sehr zufrieden, weil es in allen Spielphasen sehr gut war. Trotzdem wünsche ich Darmstadt oder gratuliere erstmal Darmstadt für die bisher wirklich überragende Saison und gönne ihnen den Aufstieg vom Herzen, wenn er denn nächste Woche klappt. Vielen Dank, dann machen wir mit unserem Cheftrainer weiter. Thorsten, deine Sicht auf das Spiel. Ja, erstmal Glückwunsch, Fabi, und Glückwunsch an den FC St. Pauli zum letztendlich dann auch verdienten Sieg, weil wir, und das haben wir auch im Vorfeld haben wir darüber gesprochen, dass wir auf eine Mannschaft treffen werden, die eben halt auch jetzt in der Rückrunde zum besten Rückrundenteam eben hier sich emporgeschossen hat und mit einer Spielidee auf war, die eben halt auch sehr, sehr komplex ist, und wir uns darauf eben halt auch haben einstellen müssen. Und das, was Fabi gesagt hat, das sehe ich ähnlich. Wir hatten Anfangsphase so 10 Minuten, wo St. Pauli so ein Ticken besser drin war, aber dann hatten wir es dann besser in den Griff bekommen, hatten auch massiv viele Torabschlüsse, ich glaube 7-2 in der ersten Halbzeit mit direkt nach einer Minute die Konterchance durch Marvin Melem. Ich habe es jetzt gerade eben nochmal gesehen, das tut dann weh, wenn man es nochmal sieht. Aus meiner Sicht ein klarer Elfmeter an Marvin Melem beim Stand von 0-0. Da ist echt verwunderlich, dass man da tatsächlich nicht den VAR dazu gerufen hat, wenn man die Szene sieht. Aber insgesamt eben dann halt auch dieser Moment mit dem 1-0 für den FC St. Pauli kurz vor der Halbzeit, und nach der Halbzeit kamen sie tatsächlich besser ins Spiel, hatten zwei richtig gute Chancen, um dort schon früher das 2-0 zu erzielen. Ansonsten war es dann so, dass wir heute wirklich, in vielen Situationen so unglückliche Momente hatten, und als dann auch noch das Abseitstor, als das eben halt auch noch passiert ist, da hat man dann auch dann mal so ein Gefühl gehabt, dass du heute wirklich tatsächlich noch ewig hättest spielen können. Aber du hättest wahrscheinlich dann eben halt auch kein Tor geschossen. Weil St. Pauli das und diesen Respekt, diese Akzeptanz für die Niederlage muss man auch haben, das wirklich auch mit viel Leidenschaft verteidigt hat, und wir dann auch mal diese Situation hatten, glaube ich, eine Szene, wo drei Leute schießen wollten, wo dann jeder diesen Moment hatte, so unbedingt das Tor zu erzielen zu wollen, und deswegen war das dann so dieser Moment, wo du gemerkt hast, heute ist ein Tag, der jetzt nicht unbedingt glücklich für uns läuft. Aber was ich gesehen habe, ist eine Mannschaft, die eben halt dann auch die Unterstützung der Fans nach dem Abpfiff bekommen hat, weil man gesehen hat, die Mannschaft wollte unbedingt das machen, was viele heute hier natürlich auch innerlich total als Wunsch hatten, das jetzt heute eben klar zu machen, sich das Ganze zu erfüllen. Aber
respektieren, akzeptieren, dass wir gegen einen starken Gegner verloren haben, respektieren, akzeptieren, dass wir heute nicht unser perfektes Spiel abgeliefert haben, als Mannschaft wie individuell, und vor allen Dingen Mund abputzen, weitermachen, stabil bleiben. Und dazu muss ich sagen, hat es viel Kraft gegeben, wie uns die Zuschauer eben auch verabschiedet haben. Fabi, für dich, für den weiteren Druckaufbau aus der Position, wo ihr jetzt seid, alles Gute und viel Erfolg weiterhin. Okay, dann kommen wir nun zu Ihren euren Fragen. Die erste Handmeldung kam von Niklas Beckmann, der Radio FFH. Hallo Herr Lieberknecht, Sie haben es angesprochen, viele hatten diesen innerlichen Wunsch, das heute zu packen. Geben Sie doch gerne mal einen Einblick in Ihre Gefühlswelt. Wie fällt da jetzt so die Stimmungslage aus? Wie groß ist vielleicht auch die Enttäuschung bei der Mannschaft bei Ihnen? Wir sind wirklich enttäuscht, dass wir ein Spiel verloren haben. Und weil wir uns wirklich auch in der ganzen Woche drauf damit beschäftigt haben und wirklich auch versucht haben. Und das habe ich schon gesehen, dass die Mannschaft eben das, was man gespürt hat, wirklich auch ausgeblendet hat. Sie wollte heute dieses Spiel ziehen, erstmal ein Spiel gewinnen gegen FC St. Pauli, gegen den erwartet starken Gegner. Und das ist nicht gelungen. Deswegen sind wir aufgrund der Tatsache, dass wir ein Spiel verloren haben nach langer, langer Zeit, übrigens auch hier wieder am Bölle, sind wir deswegen enttäuscht. Und mehr auch nicht jetzt. Weiter geht's mit Stefan Köhnlein, Kicker und Ihrem Block. Ja, hallo Thorsten. Du hast zur Halbzeit Fabi Schnellhardt rausgenommen, Matthias Honsack gebracht. Was war da die Überlegung? Ja, wir hatten in der ersten Halbzeit wenig tiefe Läufe drin gehabt, auf den Außenbahnen. Da war schon auch die Möglichkeit da, immer dann, wenn es uns gelungen ist, gerade über die rechte Seite, dann sind wir auch torgefährlich fürs Tor gekommen. Und das war der Grund, eben mit Honsi jemanden zu bringen, der dort eben halt auch noch mehr die Tiefe sucht, mit oder ohne Ball. Es war dann zum Schluss etwas schwieriger. Wie gesagt, wir haben dann alles auf eine Karte gesetzt und haben alles an Offensive da jetzt reingeworfen. Und da war die Möglichkeit auch nochmal da, auf 2:1 zu verkürzen. Ich habe vom Abseits-Tor gesprochen, dann aber auch so von anderen möglichen Einschussmöglichkeiten. Dann war es aber schwierig für Honsi, weil er dann eben halt auch auf einen tiefen Gegner kommt und konnte er da seine tiefen Läufe nur wenig dann zeigen. Anschlussfrage? Du hast die Szene mit Marvin Mehlem erwähnt, wo du meintest, kleiner Elfmeter. Es gab ja auch Philipp Tietz, der mehrere Situationen hatte, sich ziemlich aufgeregt hat heute und wirkte sehr so, als würde er sich sehr benachteiligt fühlen. Hast du ihn auch so benachteiligt gesehen? Nee, das waren wahrscheinlich sehr enge Entscheidungen und dann wahrscheinlich, also muss man dann auch dann sehen, dass es wahrscheinlich dann da nicht gereicht hat, um wirklich zu sagen, okay, da müssen wir eingreifen. Aber bei der Marvin Mehlem-Geschichte, wie gesagt, ich habe das gerade eben nochmal gesehen, da bin ich schon der Meinung, dass es ein Elfmeter ist, weil er von hinten kommt und dementsprechend dann halt auch als Erster an den Ball kommt und dann das Bein quasi weggeschlagen bekommt. Und deswegen hätte ich da den Elfmeter gerne gesehen. Aber bei allen anderen Situationen nochmal, da waren so enge Entscheidungen, dann hoffentlich mit der Hilfe dann des VAR, hat man da mit Sicherheit auch richtig entschieden dann. Okay, dann wünschen wir einen schönen Sonntagmorgen und den Gästen viel Erfolg für die letzten drei Danke. Partien.